Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajovi. Die billigste Art zu lernen ist bekanntlich, Fehler anderer Menschen, die diese bezahlt haben, nicht zu wiederholen. Deswegen heute mal ein Video über einen meiner jüngsten Investmentfehler. Ich habe es ja mehrmals erwähnt, die Aktie von Walgreens Boots Alliance steht auf meiner Abschussliste der auszusortierenden Unternehmen. Ich hatte mit Walgreens sehr viel Geduld. Ich habe 2019 die ersten Aktien gekauft. Die 20 Stücke, die ich damals gekauft habe, haben mich über $53 gekostet. Ich habe dann regelmäßig nachgekauft bis in den Dezember 2023 hinein und hatte zum Schluss 170 Aktien von Walgreens, die mich in Summe $6.119 gekostet haben. Die Position habe ich im Dezember 2023 einmal komplett verkauft und dann wieder zurückgekauft, um hier einen steuerlichen Verlustvortrag geltend machen zu können. Damals gab es noch $26,51 pro Aktie. Das erscheint mittlerweile ziemlich utopisch. Ja, inzwischen ist der Aktienkurs nämlich auf unter $9 gefallen, die Dividende wurde gekürzt nach 48 Jahren ununterbrochener Dividendensteigerung. Demnächst könnte es sein, dass die Dividende dem Rotstift ganz zum Opfer fällt. Ich habe in der vergangenen Woche nun angefangen, endlich meine Position abzubauen. Von den 170 Stücken habe ich die ersten 70 verkauft und die nächsten 100 gehen über einen Covered Call aus dem Depot, noch bevor am 15. Oktober die Jahresergebnisse von Walgreens bekannt gegeben werden. Wenn alles so kommt, wie ich es jetzt geplant habe, werde ich damit einen Kursverlust von 78% auf mein Originalinvestment von $6.119 realisieren. Es bleiben also irgendwo noch $1.376 übrig, die ich dann von diesem Geld wieder zurückbekommen kann. Das klingt erstmal dramatisch, $4.750 Verlust ist eine Menge Geld, aber es entspricht 0,8% meiner Kontogröße und damit kann ich persönlich gut leben. Außerdem habe ich im Laufe der Haltedauer auch noch über $700 Dividende bekommen, über $500 Optionsprämien. Mein Gesamtverlust wird also doch ein bisschen kleiner sein als diese 78%. Aber ich will hier gar nichts schönrechnen. Ich will einfach nur sagen, was habe ich aus dieser Lektion zu lernen? Oder anders gefragt, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, aus der Position lange ausgestiegen zu sein, beispielsweise als die Dividende im Januar dann gekürzt wurde? Nun, 2019 habe ich das Unternehmen analysiert. Ich habe es dann auch relativ engmaschig verfolgt, weil der Aktienkurs natürlich immer weiter gefallen ist. Das Erste, was mir an dem Unternehmen gefallen hat, ist die Kooperation und die Pläne, eine Arztpraxenkette Village MD aufzubauen mit ärztlichen Versorgungszentren, insbesondere im ländlichen Raum von Amerika. Ja, in unmittelbarer Nachbarschaft der Walgreens Apotheken sollten also Arztpraxen entstehen. 600 bis 700 solcher Village MD Kliniken sollte es bis Ende 2025 geben. Der Plan klang sehr lukrativ, allerdings stellte es sich heraus, dass die Expansion erstens viel teurer ist, als sie ursprünglich geplant war, zweitens gab es räumliche Probleme, drittens gab es Personalprobleme, weil es einfach nicht genügend Ärzte gab, die bereit sind, in einer Apotheke zu arbeiten. Ja, das heißt, im Jahre 2023 wurde dann mehr als 60 dieser Kliniken geschlossen. 1,73 Milliarden Dollar Verlust, operativer Verlust, wurden mit dieser Klinikexpansion bislang eingefahren. Ein zweiter Punkt, die Verschuldung ist explodiert und ich habe das offensichtlich unterschätzt. 2019 lag die langfristige Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital bei gut 50%. Durch die Expansionspläne und die Corona-Pandemie ist die Schuldenquote nachher auf bis zu 170% des Eigenkapitals explodiert. Aktuell liegt sie immer noch bei 155% des Aktionärskapitals. Das führte zu einem Anstieg der Zinszahlungen und das in einem Umfeld, in dem die amerikanische Notenbank im Rekordtempo die Zinsen erhöht hat. Das brachte das Unternehmen finanziell in die Bredouille.
Ein dritter Faktor ist die Corona-Pandemie, die es einfach schwierig machte, das Unternehmen realistisch einzuschätzen. Es gab eine Sonderkonjunktur durch die großen Impfkampagnen. Als die dann wieder wegfiel, diese ganzen Sonderumsätze nicht mehr da waren, da trat zutage, welche operativen Schwächen das Unternehmen tatsächlich hat. Aber es hat eben eine Weile gedauert, bis man das sehen konnte. Beispielsweise in Großbritannien war es so, dass während der Corona-Pandemie die komplette Optikerkette, die zu Walgreens Boots Alliance gehört, monatelang geschlossen war. Die operativen Kosten liefen weiter und hier lief ein riesiger Verlust auf. Man hat dann versucht, das Großbritannien-Geschäft zu verkaufen, festgestellt, dass es niemand haben will und dann gesagt, okay, dann behalten wir es halt. Also dieses Rein und Raus, das hat mich auch etwas irritiert. Schließlich, was mir jetzt erst aufgefallen ist, die Kapitalrendite, also der Return on Invested Capital, der lag ja bei Walgreens jahrelang zwischen 9% und 12%. Nach der Corona-Pandemie ist er auf 0,99% gefallen und aktuell liegt die Kapitalrendite bei -5,6%. Das heißt, mit jedem Dollar, den man investiert hat, verliert man aktuell Geld. Dann kam im Oktober 2023 ein neuer CEO, Tim Wentworth, der das Ruder rumreißen sollte. Er hat erstmal ein Kostensparprogramm aufgelegt, 1 Milliarde Dollar sollen eingespart werden und er hat verkündet, 25% aller Walgreens Stores in Amerika zu schließen. Das sind über 2100 Ladengeschäfte. Die sollen bis 2027 geschlossen werden. Dazu kommen 60 Kliniken von VillageMD, die bereits geschlossen sind. Die gesamte Expansion wird wesentlich langsamer vonstatten gehen und wahrscheinlich sich nur auf die profitablen Märkte konzentrieren. Die Dividende wurde gekürzt, es gibt also bei Tim Wentworth keine heiligen Kühe mehr. Deswegen mein Fazit, es ist spät, aber es ist noch nicht zu spät, um die Reißleine zu ziehen. Voraussichtlich wird es wieder einige hämische Kommentatoren geben, die mir erklären werden, das hätte man doch längst kommen sehen können. Hätte man sicherlich, und ich gratuliere allen, die es haben kommen sehen, ich hab's schlicht nicht gesehen, gebe ich ganz offen zu. Ich wollte auch dem neuen CEO die Chance geben, das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Was sich allerdings aktuell abzeichnet, ist eher ein gesund Schrumpfungskurs. Analysten prognostizieren für die nächsten 2 Jahre einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 15,4% pro Jahr. Der Gewinn pro Aktie soll von 4 Dollar auf 1,71 Dollar pro Aktie schrumpfen. Wahrscheinlich wird auch die Dividende noch einmal angefasst, denn der drastisch gefallene Aktienkurs führt zu einer Erhöhung der Schuldenquote im Verhältnis zum Eigenkapital und zur Marktkapitalisierung. Und das könnte dazu führen, dass die Banken dem Unternehmen nahelegen, naja, vielleicht streicht ihr mal einfach die Dividende, damit wir euch weiter finanzieren. Die 20% Renditepotenzial, die FastGraphs mir hier suggeriert für die kommenden Jahre, sind mir für dieses Risiko einfach zu wenig. Und deswegen sage ich mir, ich passe auf das übrig gebliebene Geld auf, liquidiere die gesamte Position und stecke das Geld dann in andere, aussichtsreichere, chancenreichere Investments mit weniger Risiko. Dazu dann später mehr. Ich hoffe, ihr könnt daraus was lernen und müsst dafür nicht das Geld bezahlen, was ich bezahlt habe. Das ist der Sinn dieses Videos, aus meinen Fehlern auch was mitzunehmen und sich die eigenen Schmerzen zu ersparen. Also passt gut auf euer Geld, besser als ich, und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Nils Gajowi.